Die echt? Akimbo, Digga. Akimbo stehen wir gerade. Wir sind in Köln angekommen und warten auf Barca und Marcel. Mann, halt doch mal die Schnauze da oben. Barca und Marcel sind viel zu spät. Passive Aktion. Wir haben ja noch ein paar aktive Spritzer, die gewartet haben. Sagt einmal Hallo. Sehr motiviert sind die Jungs. Ein paar Fotos gemacht, richtig korrekte Leute. Mal schauen, was heute Abend noch geht. Ich habe Hunger, ich würde jetzt Döner decken und wir sehen uns gleich. Genau, das ist so. So, ihr Stabina, wir sind angekommen in Köln, beziehungsweise wir haben jetzt auch die beiden Passiven getroffen. Kommt mal her, ihr Lümmel. Äußert euch mal dazu, warum ihr mich 20 Minuten habt warten lassen. Ja, das war halt so, dass Köln heute etwas voller war, aber es ist ja auch Karneval. Ausreden. Und ihr seht ja auch, ich habe mich als, was habe ich mich verkleidet? Pinocchio. Pinocchio, ja. Geile Maske, Digga. Oh, guck mal, das Outfit. Oh. Geile Schwänzchen hinten, oder? No homo. Heute ist ja Karneval. Ich komme da drauf gar nicht klar. Bei uns in Hamburg gibt es ja sowas nicht in dem Maße. Aber wir wollten jetzt eigentlich shoppen gehen, beziehungsweise erstmal was essen und dann mal gucken, was noch geht. Auf jeden Fall richtig korrekte Abonnenten haben wir getroffen. War es das natürlich auch am Start, den haben wir noch gar nicht gesehen. Oh, geile Maske, Marcel. So, wie ich dich auszusehen abblitzen lassen habe. Sorry, Barca. Barca, wie geht's dir? Sehr gut, Digga. Super. Voll kalt ist das, Mann. Auf jeden Fall shoppen, Digga. Ey, was geht? Ich hab Kamera in der Hand. Ja? Was geht bei dir? Vieles. Vieles? Was machst du hier? Bist du nicht Aerotricks? Wie ich? Nee, Digga. Gronkh. Der Bart ist mir. Den ist nicht die, wo ich gerade abgehoben gesagt hab. Ja. Warte, ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in einer Frische hinter uns. Ist gerade ein bisschen Besuch. Oh, shit. In was für ein Paradies bin ich denn hier gelandet? Schau mal. Fuck. Keine 10 Minuten in Köln und schon am Shoppen. So soll es sein. Beide trainieren Beine. Ich werde hier hochgetragen übrigens. Ja. Oh shit, Pizza Margherita, Doppelkäse, Mais mit einer kleinen Knoblauchsoße geschnitten, bitte. So Freunde, wir sind hier im Planet in Köln. Richtig Bombenladen, muss ich mal gestehen. Hier gehe ich am liebsten shoppen. Da vorne ist der übelst korrekte Verkäufer Ben, den zeige ich euch gleich nochmal. Hier im Planet lasse ich es mir immer gut gehen. Barca und Marcel sind unten. Ben, komm mal her. So ein richtiger Oldschooler, mit dem verstehe ich mich richtig gut. Läuft, hi. Wenn ihr den seht, willkommen hier im Planet. Planet. Genau, da könnt ihr immer ordentlich die Hand schütteln von mir. Oh, scheiße, von der Fehlmann. Ja, ich bin so heftig bei Gelfingern, da kannst du mir nicht geben, Alter. Oh nein! Digga, ich wollte Marcel eingeben. Schaut mal, wo wir sind. Wink mal wie die Dullis. Wir machen einen Wettbewerb. Wer kann mehr Dulli winken? Okay, hat gewonnen. Barca hat gewonnen. Screenshots incoming. Wir sind hier in der Spielhalle und werden noch mal eine Runde Airhockey spielen. Marcel hat ja letztes Mal ordentlich abgelost. Stimmt gar nicht, Alter. Ja, aber knapp. Mal schauen, was da geht. Ich habe schon übelst Bock, Pac-Man, die Stars.
3 für Monte. Ja! Einsam auf dem 5. Platz. Ah, jetzt easy. Nein. Snöderdeck. Aktiv, hier Kermit der Frosch. Was ist los bei dir? Wie geht's dir? Nee, ich mach das jetzt nicht, Alter. Lecker Schmecker und kleiner Hause. Gott. So, ihr Lümmel, zweiter Tag ist angebrochen. Oh, guck mal, wer da am Start ist, der echte Red. Und den endlich Marcel. Marcel ist auch am Start, passt auch. Wir fahren in die Stadt ein bisschen bummeln, mal gucken, was da geht. Und ja, heute wird nicht mehr so viel gestartet. Morgen fahren wir noch in den Zoo, haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Im Übrigen fahre ich am Dienstag zum Tätowierer und lasse mich tätowieren. Wenn ihr Bock habt, da mal ein Video von zu sehen, beziehungsweise wenn ihr da mal so einen kleinen Vlog draus macht, könnt ihr mal irgendwie einen Kommentar schreiben oder ihr wisst ja, was dann zu tun ist. Oh shit, guck mal, wir haben Rambus zu Hause gefunden. Hier wohnt er. Er ist gerade nicht zu Hause, der Spaß. So, ganz kurz hier, kleiner Überblick. Die Leute, die gerade hinter uns gehen, sind mit uns zum selben Zeitpunkt reingegangen. Wir warten jetzt eine Dreiviertelstunde auf unsere Pizza. Ich habe hier schon meinen Pimmel auf den Tisch gehauen, aber es juckt hier irgendwie nicht. Ist das Holzspiel, ne? Bis das Holzspiel, das ist der Kasus-Teil. Das ist ziemlich massives Holz. Ja. Einfach warten schon eine Dreiviertelstunde auf die Pizza, juckt die Leute nicht. Leute, Monte meint jetzt nicht aus Spaß, der dreht schon fast durch. Das ist jetzt kein, das ist die bittere Realität, Freunde. Legitim. Die bittere Realität. Da ist er schon, ja. Er meint, er arbeitet hier erst seit einem Tag. Juck mich nicht, ich will meine Pizza. So, ihr Spritzer, wir stehen hier gerade vorm Snipes und wir waren auch gerade schon beim Kicks, aber dadurch, dass Pizza Hut so passiv war und wir eine Stunde auf unsere Pizza gewartet haben, haben alle Läden schon zu. Wir haben es so perfekt getimt, aber Pizza Hut hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf jeden Fall richtig passive Aktion. So, in aller Frische wieder angekommen hier bei den Jungs. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was ich mir gegönnt habe. Einmal den Pullover. Den finde ich sowieso geil, ja. Der ist Pimp auf jeden, den hat sich Bas auch geholt. Einfach eine schlichte, schöne Optik. Ich mag das hier an der Seite. Compton habe ich auch eine Cap, das würde gut passen. Schickes Ding. Mhm. Da habe ich mir einmal ein T-Shirt geholt. Davon habe ich auch schon den Pullover. Denke ich mal, klare, gute Aussage. Fuck it. Sieht auf jeden Fall fresh aus. So, eine Cap habe ich mir geholt mit der Note drauf. Die ist im Übrigen Red auch in Gold geholt. Auf jeden Fall geil. Musik ist sowieso schön und passt auf jeden Fall in meine Sammlung. So, dann habe ich mir hier noch, oh shit, Digga, meine sexuellen Vorlieben, Teens, Mills, Kuga, ich kann das nicht aussprechen, und Grannies, wobei Grannies finde ich persönlich am spritzigsten. So. Nee, Spaß beiseite, schicker Pullover, ich glaube, den ziehe ich gleich mal an. So, was habe ich mir hier, ach ja, eine New Era Jogginghose, meine Jeans, ne? Recht simpel, aber schick, ich habe gar nicht geguckt, ob die einen Bund hat, hoffentlich, jawohl, gute Jogginghosen haben unten Bund. Ja, das nervt, wenn die da unten immer rumschlauen. Es gibt ja welche mit so, wo du, mit so Bändchen und die hängen dann immer aus der Hose raus. Das ist richtig mega abtören. So, haben wir von Biggie und Tupac ein spritziges Shirt geholt. Das ist nice. Das habe ich nicht mehr gesehen. Ne? Ich finde es einfach lustig gemacht, wie die so als auch Baby aussehen. Hip-Hop never dies. Ja, ist ja auch so. Ne? Die beiden sterben auch nie. Legenden ist einfach so. Die Musik höre ich immer noch gerne. Hm. So, und dann haben wir noch einen Teil. Ja. It's all about the Benjamin. Wer das nicht versteht, Benjamin Franklin, und wir sind auf einen Dollar drauf. Ja. Ich weiß nicht, auf welcher Note. Auf jeden Fall, jeder mag Dollar, in dem Fall Money. Das stimmt ja auch. So, ich schenke, ratet mal, wo wir sind. Oh, Blay. Guck mal, sexy. Blay. Hier sind wir bei Revi, in seinem Arbeitsbereich, beziehungsweise in seinem Zimmer. Revi, erzähl. Oh. Wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Monte. Ich bin pumped. Und busy war der. Es ist ein bisschen schade, dass wir heute nicht so viel Zeit miteinander verbringen können. Du hast zu mir heute gesagt, oh ja, wir hätten ja gestern mal starten können. Juckt ihn ja nicht, dass Monte gestern gefragt hat, was geht? Ja gut, ja. Ich gesagt, das man ist weiß eine nicht, alte ne? Komplikation. Ja gut, das hab ich, aber... Nee, keine Ahnung. Im Endeffekt, ein bisschen schade, aber trotzdem schön, dass du mal immer wieder vorbeischaust in Köln. Standard, ich mag den. Ich würde sagen, Zeit, dass du mal hier hinziehst. Das, ne? das haben wir, wisst ihr was, wir haben die 400.000 im Übrigen, habe ich auch schon zu Revi gesagt. Revi hat mir da halt einen guten Push gegeben, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich bin ein dankbarer Junge. Kurz bevor ich vor meinen 4.000 stand, haben wir ein Video auf seinem Kanal. 400.000, sorry. Hat er ohne irgendwie, dass ich ihn gefragt habe,
ordentlich auf seinem Video, wo wir zusammen Video gemacht haben, gesagt, dass die Abonnenten zu mir rüberkommen sollen. Da haben wir so schnell die 400.000 erreicht und das Video mit meinem Opa kam richtig schnell. Das war auf jeden Fall. Danke nochmal, Revi. Das Video hat er aber noch nicht gesehen im Übrigen. Ich muss mir gleich mal angucken. Passiv. Oh, guck mal, wer hat denn da kommentiert? Wilhelm Kramer LP. Ist es der echte? Wer ist denn das? Kennst du ihn? Natürlich kenne ich den. Sag mal, warte, mach deine Stimme an. Hallo, meine Freunde. Beste Begrüßung. Hallo, meine Freunde. So, ihr Lieben, wir gehen doch noch was essen. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen. Wo wir was essen gehen, ey, sag mal, bist du behindert oder was? Wo wir was essen gehen, wissen wir noch nicht genau. Ich bin behindert, ja. Ja, keine Ahnung, mal schauen. Ich lasse mich überraschen, wo die Lümmel mich hinführen. So, ihr Lümmel, wir sind am Snöner-Decken. Hier, lecker. Simon, gönnt sich auch ein? Ja, ein Falafel. Falafel? Oh, der ist ja schnell gekommen, Digga. Ja. So wie du immer, im Bett. Okay, alles klar. Dann mache ich ein Einzelvideo draus, bastet. Revi gönnt sich noch ein Pudding. Peterle ist Luft. Das gönnen wir gerne. Luft. Das Ding nicht an. Jodi ist auch gar nicht. Sie essen beide Luft. Und Füße ein bisschen unter dem Tisch. Aber und ich muss natürlich sagen, der Service war ganz gut. Nichts haben die kalt gebracht. Ja, Digga, dein Teller kam perfekt, schnell, ne? Oder? Ja, bester Service, bester Service. Aber mal schauen. Später geht's auf jeden Fall wieder zu Marcel und Anton. So, wir sind wieder bei Simon angekommen in alter Frische. Revi ist gleich müde. Revi? Ja. Müde? Ja. Wann musst du aufstehen? Ja. Um 8. Wie spät haben wir es? 2. Ja. Genug Schlaf, weiß gar nicht, was er hat. Ich zische jetzt auf jeden Fall los. Döner war okay, muss sagen, hab schon besser gegessen. Blay, 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 das reicht, blay, blay. Mach weiter. Also du hast ja alles versaut, Mann. Ich dann schau noch mal ganz kurz. Warte mal. Hast du Schwanzchen gemacht? Ja. So, Freunde, wir sehen uns morgen in alter Frische. So, wir sind wieder angekommen. Heute mal, oder jetzt mal gerade ohne Cap. Ist schon 3:30, wir werden jetzt schlafen gehen. Barca, ich weiß gar nicht, was macht der? Barca, was machst du? Wir schauen mal ganz kurz. Oh shit, Digga. Das stören wir mal nicht. Oh, morgen wollten wir eigentlich noch in den Zoo, aber wir wissen es noch nicht genau. Ich muss noch ein paar Videos schneiden und ähnliches. Und Barca auch. Mal gucken, was morgen geht. Wir warten mal ab, bis Marcel am Start ist. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Ich hau mich jetzt da ins Bett. Nach Hause, würde ich sagen, Freunde. Ich befinde mich nämlich gerade im ICE. 4,5 Stunden Fahrt habe ich ungefähr vor mir, dann bin ich wieder zu Hause. Natürlich schmerzt das ein bisschen, dass ich Köln verlasse, denn ich habe da immer eine richtig geile Zeit. Aber ich freue mich auch auf meine Freundin, auf Oma und Opa. Mal gucken, was die in der Zeit gemacht haben. Wir haben bestimmt sturmfrei ordentlich ausgenutzt. Ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber gut. War eine geile Zeit. Mal schauen, wann ich das nächste Mal nach Köln fahre. Wir haben noch ein, zwei andere Sachen geplant. Mal gucken, eventuell geht es mit den Jungs nach Amerika. Aber dazu in Kürze mehr. Falls ihr das Video bis zu ganz zum Schluss geschaut habt, könnt ihr mir aber euer Lieblings-Call of Duty in die Kommentare schreiben. Und das, was ihr am meisten hasst, also das, was ihr am meisten mögt und das, was ihr am meisten hasst. Das würde mich mal interessieren. Meinerseits sollst du schon mal gewesen sein. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, wieder schauen und reingehen.